Ja, moin und herzlich willkommen zurück hier zu einem weiteren Part meines Österreich-Let's Plays bei Empire Total War. Ja, wir sind hier wunderbar dabei, immer noch unsere Gebiete zu vervollständigen, während das Krimkhanat in Russland die Ukraine erobert hat. Das ist ja auch mal was sehr Interessantes, aber kommt vor, habe ich schon häufiger erlebt. Ja, und wir haben aktuell alle verpflichtend zu erobernden Siegprovinzen erobert und 24 von 30 insgesamt. Es fehlen also noch 6 Provinzen. Und ich rüste nochmal hier die Weingüter in Rumelien auf und vielleicht auch die in Griechenland, wenn das möglich ist. Ne, die sind schon aufgerüstet, ne? Ja, wunderbar. Ne, hier in Vupradia in Moria noch nicht. Und auch Korinth können wir nochmal aufrüsten. Die Eisenfabrik, dann wird auch Moria noch eine richtig schön reiche Provinz. Und auch die Straßen dürfen hier gerne nochmal hochgerüstet werden. Ja, und wir sind natürlich jetzt in Europa eigentlich durch, kann man sagen. Ich kontrolliere nochmal ganz kurz die Straßensysteme, die passen soweit. Auch in Nordafrika sicherlich schon. Sieht eigentlich ganz gut aus hier. Warte mal. Ja, das wird noch. Gut, dann können wir rübergehen nach Amerika, unserem Hauptschauplatz für die letzten Parts. Und wir haben hier auf jeden Fall 3 Provinzen, die wir unmittelbar erobern können. Wir haben Punda, Curaçao. Und wir haben Niederländisch-Guyana, die Hauptstadt Paramaribo und Cayenne in Französisch-Guyana. Also 3 Provinzen noch. Und dann müssen wir uns noch 3 weitere suchen. Aber erstmal sind wir hier jetzt mit einer vollen Armee ausgestattet. Und wir haben hier passenderweise 2 Schiffe. Sodass man mal mit dem einen Schiff gucken könnte, mit dem hier zum Beispiel, Guadalupe, wie das aussieht in Curaçao. So. Das ist nicht schlecht. Und was haben die hier für Truppen, die Piraten? Okay, ein General und dann einiges an Artillerie und Freibeutern. Das ist so eine Art Billiginfanterie mit wenig Reichweite und aber guten Nahkampfwerten. Das ist sozusagen Nahkämpfer, die auch Pistolen haben, deswegen die geringe Reichweite. Davon haben sie 7 Einheiten. Dazu kommt nochmal einiges an... Nee, dazu kommen noch 3 Garnisonseinheiten. Also 14 Einheiten werden sie haben im Falle einer Schlacht. Wir haben 12, das ist... etwas weniger, aber wir haben vor allem die besseren Einheiten. Und hat Curaçao irgendwelche Verteidigungs... Nee, ne? Nein, hat's nicht. Gut. Ja, dann könnte man Curaçao theoretisch jetzt belagern. Und die Piraten würden sicherlich im Falle eines Falles auch noch ausbrechen. Das machen die bestimmt. Also gehe ich mal nach Barbados mit unseren Truppen. In den Hafen. Und lasse die Truppen... Hallo? Sich einschiffen. Ja. Erwarten Befehle. So, die Marine hat jetzt alle Truppen natürlich. Das ist wieder typisch. Wo ist denn hier die... Da. So. Jetzt ist Armee hier und Marine da. Okay, Schaluppe König. Das ist ein schöner Titel für eine Schaluppe. Und du darfst dann mal hier da rein. Ich hole die andere unterdessen nochmal kurz raus. Die darf zurück. Ja, los. So, zack. Und dort darf sie jetzt die Truppen unter Eugen Onken aussetzen. Und diese Armee darf dann mal Punda belagern. So. Kapitulieren werden die Piraten nicht, aber wir belagern sie, denke ich, erstmal. Die werden dann sicherlich ausbrechen. Das macht es uns leichter, sie dann zu schlagen. Belagerung wird fortgesetzt. Gute Idee. Und unterdessen können wir hier in Martinique... Nicht und hier auch nicht und dort auch nicht. Doch, hier. Antigua, da können wir ein paar Truppen ausbilden. Ich fange mal an mit leichter Infanterie. Und kolonialer, Infanterie wollte ich eigentlich gerne haben. Das sind dann die Truppen, die wir einsetzen können, um hier im Süden vielleicht die Feinde ein bisschen aufzumischen. Wobei natürlich wir auch die Hauptarmee haben, also die Piraten erobert. Vielleicht brauchen wir diese Truppen also gar nicht unbedingt. Aber Schaden können sie auch nicht groß. Ich bilde sie mal aus. Vielleicht kann man dann beide Guyanas auf einmal erobern in einem Rutsch oder so. Wien hat die 10.000er-Marke geknackt beim Provinzwohlstand. Das ist doch mal schön. Wien gehört ja aufgrund der fehlenden Entwicklungsmöglichkeiten, also fehlende Dörfer, zu den etwas ärmeren Provinzhauptstädten. Aber in Innsbruck sehe ich gerade, können wir die Eisenwerkstätten noch zur Eisenfabrik aufrüsten. Das ist immerhin florierend. Das macht doch auch Sinn dann. Die Franzosen stehen mit guten Truppen in unserer Provinz. Das dürfen sie aber auch. Wir haben schließlich Durchmarschrechte gewährt. Schweizer Garde ist dabei und französische Kompanie de la Marine oder French de la Marine. Aha. Gut. So, Forschung
ist nicht mehr viel, klar. Gut. Und ich würde sagen, ich gehe erstmal weiter in die nächste Runde. Viel kann hier nicht mehr passieren, groß. Ja. Yep. Das können wir noch immer aufrüsten hier. Und dann geht's weiter. So, Handelsschiffe. Wir sind bereit. Und ich bin mal gespannt, ob die Piraten gleich schon ausfallen. Spanien will ein Bündnis. Nee, danke. Ich habe ja mit Chiru, Mogulreich, Genua, Russland und Polen-Litauen gut Verbündete. 4 Stück gleich. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Und Schweden will... Nee, das machen wir überhaupt nicht. Das ist mir zu wenig Geld für zu gute Technologien. Wir uns irgendwas andrehen. So, jetzt kommen die Piraten und sie greifen noch nicht an. So, der Puddelofen wurde erforscht hier in Magdeburg. Das ist ja sehr schön. Der ermöglicht uns Folgendes. Mehr Prestige, geringere Rekrutierungskosten für Artillerie und mehr Wohlstand durch Metallverarbeitungsgebäude. Und als nächstes könnt ihr in der Tat mal die Werkzeugmaschinen hier machen. Und Magdeburg macht mal... oder erforscht mal viel mehr. Hier, die Leningrad-Uhr. 20% mehr Bewegungsreichweite von Schiffen auf der Kampagnenkarte. Und auch mehr Prestige natürlich. Flotte kommt an. Oh, hier sehr gut. Ein Handelsplatz. Dann geht mal direkt drauf. So. Elfenbein. Schön. Regierungsbericht. Insel unter dem Winde. Wie gewünscht. Tripolitanien. Hier dasselbe sozusagen. Das. Ja. Nehmen wir das nochmal dazu. Und der Priester darf jetzt auch mal in Tripolis ankommen. Und hier fleißig bekehren. Misrata in 13 Runden. Gut. Baubericht, Tannenberg, Ostpreußen. Und Santiago de Cuba, der kommerzielle Hafen. Jetzt können wir hier 180 Waren exportieren. Und wir können auf jeden Fall die beiden Tabakdepots sofort aufrüsten. Zu jeweils 60. Dann haben wir hier 120 Tabak. Und das können wir auch aufrüsten, Zucker. 160 passt perfekt. Handel, Amerika explodiert fast. Tabak, 76 Fässer. Und Zucker, 115 Hüte. Sehr, sehr stark. Die Preise bleiben auch stabil, sind wir bei Profit bei 33.732. Das sind fast britische Werte, obwohl wir hier erst in der Runde 54 oder 55 sind. Und Insel über dem Winde, da nochmal Miliz, das passt dann auch so hier. Okay. Da, neuer Hafen entsteht. Zadar, Kroatien, der zweite Hafen hier. Sehr schön. Das sollte ja immer eine Werft werden. Die haben wir jetzt hier unten schon. Kann ja auch aufrüsten zum Trockendock. Deswegen können wir in Zadar eigentlich gefahrlos... noch einen Handelshafen bauen. Das macht überhaupt nichts. Und Kroatien ist damit auch fertig entwickelt. Schön. Mehr Moral auf Gefechten für den General in Warschau. Und die Amische gehen nach Amerika. Ja, lass sie doch. Gut. So, die Piraten blockieren nach wie vor Puerto de España, unseren Hafen. Und, Eugen Onken, ja, belagert Curaçao. Die 14 Truppen da. Und wir sind da jetzt gut gelegen. Ansonsten haben wir nicht mehr viel zu tun. Wir können eigentlich weiter in die nächste Runde. Und schauen, dass wir gleich uns mal mit den Piraten anlegen. Ich denke, dass sie gleich angreifen werden. Okay. Steinschlosskanone für 1000. Nee. Serbien gegen Estland und Livland. Nee, danke. Polen, Litauen. Nee. Ja, die wollten alle unsere Technologien haben, weil wir so weit fortgeschritten sind, natürlich. Das ist klar. Aber mit der geringeren Grafikeinstellung läuft das Spiel wieder sehr viel flüssiger. Das war eine gute Idee. Hier runterzusetzen ein bisschen. Thank you.
So, gleich kommen die Piraten, ganz am Ende, wie immer. So, die Piraten kommen. Sie greifen an. Und was sehen wir hier? Eugen Onken, 2756 Mann gegen 2302 Mann unter Vincent Kompan. Er hat ein paar Leute schon verloren, aber nicht viel. Und wir gehen direkt in die Schlacht um Curaçao. Wir kämpfen vor allem gegen Artillerie, 6 Einheiten, und gegen leichte Infanterie, 7 Einheiten. Und ja, ich würde sagen, auf geht's in die Schlacht. Und da machen wir uns mal nicht bange. Angriff. So. So, Tille, da haben wir es. Curaçao, hübsche Gegend. Und ja, die Karibik ruft. Hier müssen wir uns erstmal einen Platz, ein Plätzchen für unsere Artillerie suchen, natürlich. Und das ist nicht allzu schwer. Ich würde sagen, hier ist ein guter Platz. Die Piraten müssen uns hier angreifen. Und wenn wir uns hier hinstellen, vielleicht können wir unsere Kanonen noch ein bisschen eingraben. Das wäre eine gute Idee, glaube ich. Und dann so hinstellen, dass sie das ganze Schlachtfeld abdecken können. So, und dann ist das nämlich hier ein und dieselbe, die noch dazu, und dann haben wir hier Nummer 1. Mittlere Kanone, das ist es, und wir können das ganze Schlachtfeld irgendwie mehr oder weniger abdecken. Hier noch hin. Vielleicht können wir die da noch ein bisschen anders hinstellen. Eher so, genau. Müssen nach vorne vielleicht. Na, ja, gehen wir nach vorne, nach vorne, nach vorne. So, und dann habt ihr nämlich noch ein bisschen mehr vom Schlachtfeld. Okay, unsere Artillerie steht. Dann können wir als nächstes die Infanterie einsetzen. Wir haben hier die Infanterie, da. Die darf mal sich hier aufstellen. So. Und dann haben wir die zweiten Einheiten, ganz einfach. Die kommen nämlich dann hier hin. Zack. So. Vielleicht ein bisschen anders noch. Ach, geht schon irgendwie. So, zack. Die dürfen sich mal einbuddeln. Und natürlich dürfen die auch einbuddeln, obwohl das nicht groß was bringen wird. Der General versteckt sich mal hier. Und wir haben dann noch dreimal Husare. Die dürfen hier hingehen. Sicherlich normale Husare oder ungarische? Ungarische Husare, umso besser. Ihr dürft mal da hingehen und ihr geht auf diese Flanke. Und dann sage ich auch schon, los geht's. Ja, die Piraten haben sich gut versteckt. Und müssten eigentlich auf uns zukommen. Ja, da werde ich mal die Stellung verlassen, sonst dauert diese Schlacht ja ewig, bis die hier angekommen sind. So, zack. Und ihr dürft noch mal ganz kurz eure Stellung verlassen und dich ein bisschen breiter aufstellen. Und die Artillerie, unsere Kavallerie, pardon, geht da hinten hin. Und unsere eigene schnelle Kavallerie darf hier noch mal hin, sich weghoppeln. Wir könnten jetzt theoretisch auch die Keilformation benutzen, von der halte ich aber nichts, deswegen werden wir das nicht tun. Die feindliche Artillerie ist an zwei Punkten konzentriert. Einmal hier scheinbar. Genau, hier haben sie Fußartillerie und Haubitzen, das wird ihnen nicht viel bringen. Und dann nochmal hier hinten, auf unserer rechten und derer linken Flanke, hier haben sie auch nochmal Fußartillerie, Fußartillerie und Garnisonsmörser. Da könnten wir dann theoretisch mal unsere ungarischen Husaren gleich mal in einem Angriffsritt drauf schicken. Ich schicke die erstmal dahin, da hinten. Und, na, und vielleicht schaffen wir es ja irgendwie vorbei an den anderen Truppen dahin zu kommen. Das wäre ja mal was. Wir könnten theoretisch auch eine Linie Infanterie in den Bauernhof schicken, aber es wäre natürlich ein Riesenrisiko, das zu tun. Und zwar weil... Autsch. Genau, deswegen.
weil die Artillerie sehr gut gegen Häuser ist auch. Und ihr geht nochmal hier weiter auf den Hügel. Ach, jetzt verändern diese blöden Zäune, dass man sich dann frei aufstellen kann. Ne, lieber weiter dahin. So, so auch nicht. Ach komm, das ist zu blöd. So. So. Ihr seid natürlich noch nicht bei Einheit 3. So, unsere Kavallerie ist bereits hier. Das ist ja wunderbar. Und die Feinde machen genau den Fehler, den ich mir erhofft hatte. Ihr marschiert schneller vor. Ihr seid erst aktiv. Wunderbar, weil ihr ja ordentlich Ausdauer habt. Seid ihr da nicht so anfällig für. Und ihr bleibt da stehen erstmal. Und unsere Kavallerie macht jetzt mal das, was ich am liebsten sehe bei der Kavallerie. Ein Sturmangriff auf die Artillerie der Gegner. Die hier zwei Einheiten, Fußartillerie und Fußartillerie, zusammen haben. Und noch irgendeine letzte Einheit läuft hier rum. Das sind die Mörser. Und da hinten ist unsere Infanterie noch. Na, da kommen auch die Mörser an. So. So, wir greifen an, wie man sieht und hört vor allem. Das ist der Angriffssound. Die feindliche Artillerie schießt. Und hier sind bereits unsere Truppen gleich im Gefecht. Aber erstmal geht's gegen die feindliche Artillerie. Jawohl. So. Zack. Da wurden sie überfallen. Von unseren Husaren. Sie wanken schon. Und gleich sind sie gebrochen. Und dann werden wir sie auch erschüttern irgendwie. Jawohl. Und dann geht's auf die nächsten. Die auch noch. Komm, mach die eben platt. Weil wir müssen danach noch eine automatische Schlacht machen gegen die. Und wenn eine Artillerie übrig bleibt, dann sorgt das mal für hohe Verluste. Habe ich den Eindruck. So. Dann geht auf die. Dann geht auf die. So. Okay. Und dann haben wir hier unsere Infanterieeinheiten. Die dürfen schießen auf die Freibeuter. Und hier haben wir unsere Feuer. Ja, sehr schön. Liniengefecht. Die Mörser sind bereits fast weg. Und dann geht's gegen die Freibeuter. So. Ja, Linieninfanterie. Und wir gucken uns das nochmal an. Sehr schöne Effekte. Da ist der gegen diese Billig-Einheiten da. Ja, sehr schön. Hohe Verluste beim Feind. Geringe Verluste bei uns. So sehe ich das gerne. Und wir können auch auf dieser Flanke unsere Kavallerie mal einsetzen, finde ich. Zumindest können wir sie mal vorschicken. Und hier hinten haben wir jetzt die feindliche Artillerie geschlagen. Ihr könnt die doch mal verfolgen. Aber ansonsten sieht das hier schon recht gut aus. Obwohl hier ist unsere... sind die Feinde durchgebrochen. Ihr könnt mal auf die da schießen. Und ihr schießt mal auf die. Und unsere Einheiten müssen sich leicht anders hinstellen. Das ist, glaube ich, ganz offensichtlich hier. Und ihr geht doch mal ins Haus. Ihr verfolgt weiter die Kanone, die jetzt kaputt ist. Wunderbar. So, hier haben wir jetzt draufgeballert und ordentliche Verluste erzeugt. Donnerwetter. Da sind 25 Leute gestorben gerade eben bei dem Bombardement. Die Artillerie ist ja auch deutlich stärker geworden. So, hier ist unsere Kavallerie. Die werden so zusammengeschossen und die Husaren gehen mal auf diese Leibwache des Generals dort hinten. Und ihr verfolgt mal die Freibeuter, würde ich sagen. Unsere eigene Artillerie macht Dinge, die mir nicht so gut gefallen hier. Ihr hört mal auf zu schießen. So, die haben dann gleich, die sind schon am Banken. Und ihr verfolgt, ihr geht auf den General. Und ihr hier, die ihr gerade diese Einheit erschüttert, hört genau damit jetzt mal auf. Aber wenn ihr noch ein paar erwischen könnt, okay, machen wir das so. Ja, ich weiß, es ist nett, die zu verfolgen. Machen wir bis 100 und dann drehe ich ab. Ja, okay. Ihr geht mal da hinten hin. Und ihr dürft natürlich wieder schießen jetzt. Und dreht euch mal ein bisschen ein hier. Hier ist immer noch das Hauptgefecht. Der feindliche General ist tot. Jawohl. Und ich sage weiter, Feuer. Feuer. So, jetzt aber. Feuer. So. Ist noch manuell, aber es klappt auch so wunderbar. Der Feind ist gebrochen. Und nochmal schießen bitte. Sehr schön. Und unsere eine Kavallerie geht auf die und unsere anderen können hier mal drauf gehen weiter auf den General. Und der Piratenmob ist auch kein wirklicher Gegner für uns, glaube ich. Und ihr könnt euch gleich nochmal um die Garnisonsmörser kümmern, natürlich. Und dann nehme ich nochmal die Kavallerie von da hinten, weil ich bin jetzt noch nicht an die Artillerie angekommen. Ihr könnt mal
euch hier mal hinbewegen erstmal. Und dann kümmert euch um die beiden Artillerieeinheiten, die übrig sind. Einmal Fußartillerie und nochmal Fußartillerie. Und wir haben das Rad, den Bauernhof haben wir erobert. Das ist auch nicht schlecht. Und hier sind wir jetzt im Nahkampf mit dem Piratenmob. Den sollten wir eigentlich schaffen. Jawohl, das sieht ganz gut aus. Und unsere anderen Pferde sind hier und verfolgen die erschütterten Freibeuter. Das muss nicht sein. Ihr geht auf die Garnisonsmörser. Dreht euch erstmal um. Erstmal so. Ihr seid müde, aber egal. Das sind die anderen auch. Die sind sogar sehr müde. Und dann könnt ihr nämlich von hinten hier noch rein gleich. Ein teuflischer Plan. So, stopp. So. Zack. Und ihr seid hier im Nahkampf noch, aber ihr verfolgt jetzt diese Artillerieeinheit. So. Und da hinten ist unser General irgendwie am Gange. Geh du mal im Nahkampf auf die Piratenfreibeuter. Und da haben wir irgendwas verpasst. Okay, aber geh erstmal hier, jawohl. Und ihr verfolgt die. Und dann geht ihr jetzt nämlich hier von hinten nochmal rein auf den General. Haha, haha. Sehr schön. Hat geklappt. Und dann haben wir noch unsere allererste Einheit hier. Wo sind die denn? Ne, die. Die meine ich. So, und ihr geht jetzt nämlich von hinten auf die feindliche Artillerie. Ihr seid auch müde. Aber das macht nichts, das sind alle anderen Truppen auch. Und hier nehmt noch einen Freibeutertrupp mit, der erschüttert ist. Aber ihr geht vor allem auf die Artillerie. Jawohl. 24, 17, 16, 13, 12. Jawohl. Die sind gleich weg. 11. Dann sind sie schon am Banken. 9. Und 7, 6, 5, 4. Ja, die sind gleich weg. Die sind weg. 4, 3, 2, 1. Und den letzten schaffen wir auch noch. 0. Und dann geht's auf die Fußartillerie. Und ihr verfolgt die Piratenmob. Und ihr verfolgt mal. Der General wird gleich abgeschossen. Ihr verfolgt mal die Freibeuter. Dann müssten wir schon gewonnen haben. Die fliehen ja schon. Hervorragend. Das war's. Nette kleine Schlacht gegen die bösen, bösen Piraten. Ein glorreicher Sieg. Wunderbar. So. Damit sind die Piraten dann nämlich auch vernichtet. Und wir halten unsere 25. von 30 Provinzen. Hervorragend. So, Verluste 185 bei uns, 2011 bei ihm. Besonders gut waren bei uns die Husaren, das sieht man ja hier. Und die Kolonialinfanterie 417, nicht schlecht, nicht schlecht. Die Husaren 271, 220, 123. Artillerie hat auch ein bisschen was gekillt, aber nicht ganz so viel. Okay, und der Generalsverschluss natürlich auch noch. Linieninfanterie war normal gut. Und damit dürfte Curaçao bald uns gehören. So, erstmal haben wir noch in Baden-Baden ein Lebemann. Ein Bud. Hä? Was ist denn in Baden-Baden? Gott, ach Gott, lieb von Baden-Baden. Alles klar. In Buda und Pest, wollte gerade sagen, weil Baden-Baden gehört auch gar nicht zu uns. Das ist hier. Das ist hier dieses Weingut in. Nee, in dem Breisgau. Ich dachte, das war eigentlich gar nicht mehr Baden-Baden irgendwo hier. Na egal, Stuttgart-Württemberg. So, okay. Gottlieb von Baden-Baden, bleibst, du gehst in die Hauptstadt, so. So. Dann, Provinz erobert, Curaçao, haben wir doch schon erobert. Alles klar, ja klar, die Belagerung ist dann ja auch zu Ende. Wir reparieren die Provinz, bauen die Straßen aus und verstärken die geschwächten Einheiten. Wir haben eine reiche Zuckerplantage mit 30 Zuckerhüten. Die rüsten auch auf zur großen Plantage. Und der Hafen, der wird auch nochmal repariert. Und Kralendijk ist in 58 Runden allerdings erst fertig. Die Fraktion der Piraten wurde dementsprechend vernichtet. Und wir haben in Tripolitanien und Inseln unter dem Winde nochmal schöne Truppen. Ich hole mir nochmal einen General hier. 4 Sterne, Ulrich Hofstadler, gütiger Onkel und geborener Soldat, 39 Jahre, wunderbar. Baubricht in Bulgarien, Inseln unter dem Winde, Bosnien und Serbien haben wir schöne Straßen, das finde ich gut. Und wir haben in Szeged, Ungarn, sehe ich gerade die Werkstatt Schmiede fertig, die mache ich noch zur Eisenwerkstatt hoch. Und Siebenbürgen ist auch schon fertig, gut. Eigenschaft erhalten, mehr Geilmark zum Gegenspionage, das müsste der Wendel Morawet sein, das ist der bestimmt in Istanbul, oder? Ja, genau so soll es sein. Kenntnisse vor Ort. Mehr Geheimaktionen bei Gegenspionage. Ja, richtig. Falls da ein osmanischer oder sonst wie Agent ankommt. So. Und Moldawien, noch ein Dorf. Hier können wir was hinbauen. Ach ja, bauen wir da mal eine Kirche hin. Kirchenschule. Hier ist ja ziemlich viel Islam. 72,6%. Das sind noch 20,3% Orthodoxismus. 7 religiöse Unruhe, das muss ja nicht sein, aber nur 7,1% Katholizismus. Da geht noch mehr. Da geht noch mehr.
Hier setzen sich der Islam unter Katholizismus gegen Orthodoxismus durch. Auch nicht schlecht. Und hier warten wir noch ab, bis wir hier nochmal zwei weitere Truppen haben. Infanterie und Kavallerie. Und hier haben wir zwei Routen, bis das alles noch aufgefrischt ist. Dann können wir noch zwei weitere bauen, das ist ja klar. Nochmal Infanterie vielleicht. Und noch einmal Artillerie, nehmen wir mal die Haubitzen zur Abwechslung. Dann haben wir nämlich in zwei Runden hier die Truppen wieder aufgefrischt. Und dort hinten die Truppen auch fertig. Sodass man dann logischerweise beide Guyanas auf einmal angreifen kann. Genau. Gut. Okay. Puerto de España exportiert auch wieder seine 50 Zuckerhüte. Schön, schön. Und alles ist frei. 165 Hüte Zucker. Ah, 20 Goldstücke ist sogar noch mehr geworden. Und Tabak bleibt bei 19 Goldstücken, 76 Fässer. Auch schön. Wunderbestens. Nassau, Bahamas inzwischen ja Spanisch. Texas, da sitzen noch die Pueblo. Black Hills, hier sitzen die Piri-Völker. Und hier im Norden, Nordwestterritorium York Factory, sitzen die Huronen. Denn die Briten haben die Huronen aus dem Huronen-Territorium vernichtet, rausgeschlagen. Aber die Franzosen, sehe ich gerade, haben Maine und Neuengland erobert. Uh-oh. Aber wir haben hervorragende Beziehungen zu fast allen Großmächten. Und das macht mich doch glücklich. So. Gut. Dann können wir noch ein letztes Mal in die nächste Runde weitergehen, würde ich sagen. Und genau das tun wir jetzt auch. Weiter geht's. Nein, Spanien. Ihr seid C, das weiß ich. Die kleinen Nervensägen. Polen-Litauen, nee, du diesmal auch nicht. Und Schweden auch nicht. So. Ja. So, das hatte sich ein bisschen aufgegangen am Ende der Runde. Habe ich noch nie gehabt, aber gut, egal, ist ja alles gut gegangen. So, Rekrutierungsbericht, Insel unter dem Winde, das ist wunderbar. Nächste Runde nochmal. Und wir können mal kurz nach Curaçao gehen. Hier nochmal zweimal Miliz uns... Nee, nicht die Miliz beanschaffen. So, dann haben wir neue Stadt entsteht, Skopje, Rumelien, das ist doch schön. Hier können wir eine Werkstatt Schmiede bauen, zum Geld verdienen. Und Adrianopole dann in 12 Runden die letzte. Und hier in Kozani können wir die Wasserfabrik und Textilfabrik noch aufrüsten. Wir haben jede Menge Straßen, zum Beispiel hier in Jasi, Moldawien und in anderen Provinzen. Wir haben in Zadar, Kroatien einen Hafen, den können wir noch aufrüsten, zum Handelshafen. Wir haben in Österreich ein Artillerieministerium, das können wir auch noch aufrüsten, zur Pionierschule. Wir haben in Morea die Weingüter, das ist wunderbar. Morea ist jetzt bei 3.955 Pfund pro Standard von Landwirtschaft, 1.405 aufgrund des Bauernhofs mit geringem Ertrag und den Weingütern mit hohem Ertrag, 875 Pfund pro Standard. Die kann man echt unterschätzen, aber die sind wirklich... Die bringen sehr viel Geld und ordentlich Wachstum. Rumelien noch eine Drillschule. Ich rüste auch hier nochmal die Militärakademie auf, weil es schon an der Grenze ist. In Marmara auch nochmal Weingüter. Selbst die Dürftigen bringen immerhin 500 Wohlstand und 0,3 Bevölkerungswachstum. Also auch nicht zu verachten. Kozani habe ich bereits aufgerüstet. Und Pforzheim, Westpreußen auch nochmal eine Webhütte. So. Gut. Breslau, Schlesien. Und überhaupt, unsere Provinzen sind relativ reich.
Brandenburg ist die reichste, dann kommt Österreich, dann Polen, ja, und dann Ostpreußen, wenig Sachsen, Schlesien. Also die üblichen Verdächtigen, aber auch die Balkanprovinzen sind reicher geworden. Kroatien ist ziemlich reich, Griechenland ist ohnehin reich, Siebenbürgen ist reicher geworden. Und der Rest ist auch noch nicht zu verachten. Die ärmste Provinz ist hier Tripolitanien mit 460 Provinzwohlstand, aber gut, das wird uns auch nicht umbringen. Gut. Wir können nochmal hier den Hafen aufrüsten. Alles kein Problem. Und hier in der Karibik werden unsere Truppen weiter aufgefrischt. Und im nächsten Part können wir uns dann die beiden Guyanas schnappen. Vielleicht gibt es noch ein oder zwei schöne Schlachten. Mal gucken. Und ja, bis zum nächsten Part verabschiede ich mich wieder von euch und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.